Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Uns hat das Wanderfieber gepackt. Genau. Jeden Tag eine neue Wanderung. Kann man hier in Norwegen echt gut machen. Jetzt wandern wir zu einem Gletscher, nicht? Ja. Cool. Buarben? Ben? Ja, das mit der norwegischen Sprache, das ist so eine Sache. Sieben wir noch, ne? Wenn dir dieses Video gefällt, lass uns ein Like und ein Abo da und schreib irgendwas in die Kommentare. Also, wir wandern los. Los geht's. Ich bin Patricia und das ist Simon. In unserem Van bereisen wir Europa. Wenn du magst, begleite uns ein Stück. Wir sind wieder zurück. Es waren knapp 4 Kilometer. Ja, es ist echt geil. Es beginnt so wunderschön im verträumten Märchenwald, um dann plötzlich in so alpine Kraxelei zu enden. Es ist noch krass, was uns da so entgegenkam, wer sich das alles zumutet und dass da so wenig passiert. Aber die letzten 700 Meter, die haben wir nicht mehr geschafft. Die Felswände waren uns einfach zu steil mit Ari. Aber wir haben einen schönen Ausblick auf den Gletscherbruch genossen. Es ist halt nicht der letzte Gletscher in der Schweiz, wo man so schön auf den Gletscher schauen kann. Aber es war echt geil. Ja. Und jetzt? Also können wir empfehlen. Ja. Aber je nachdem, wie groß dein Hund ist, würden wir es ab Größe Ari empfehlen. Ja, und er muss schon ein bisschen Klettermarkt sein. Es ist schon nicht ohne. Es hat Brücken und momentan fließt halt auch viel Wasser. Das stimmt. Es war schon, also ich mag so halt. Ne? Ja, ist schön, es war wirklich schön. Auf dem Breitgestolen war eine Autobahn und hier hoch war es irgendwie echt geil. Das Lustige war ja, Breitgestolen war auf meiner App, ich glaube die App heißt Komoot, war das schwer eingestuft und die Wanderung mittelschwer. Das würde ich drehen. Das würde ich auch drehen, ja. Ja, geil. Und jetzt sind wir da. Und es kam uns sogar jemand in Flipflops entgegen. Ah ja, genau. Verstehe ich nicht. Aber ja. Selbst. Ja, dasselbe Wissen. Ich weiß nicht, wie die Rettungsflugwacht hier ist, aber auf jeden Fall in den Bergen soll man immer vorsichtig sein. Jetzt haben wir hier 185 noch bezahlt für den Tagesparkplatz und könnten nochmal 16 Euro. Ja, nochmal 150 noch lösen, um dann hier noch zu schlafen. Oder wir fahren ein Stück. Was meinst du? Dass wir irgendwo Stellplatz, sonst gehen wir zu dem von gestern. Sonst fahren wir wieder zurück von dem zu gestern. Auf jeden Fall, hier wollen wir nicht bleiben. Das ist wie auf dem Parkplatz. Ja. Also, umziehen und losfahren.
Wir haben uns jetzt Eis geholt. Und Simon wollte sich noch ein Bier kaufen nach der Wanderung. Nur heute ist ja Sonntag. Und in Norwegen ist es so, dass man am Sonntag kein Alkohol kaufen kann. Oder besser gesagt, der Laden darf kein Alkohol verkaufen. Und es gibt nur so spezielle Zeiten, in denen Alkohol verkauft werden darf. In den normalen Supermärkten. Wussten wir nicht, aber ja, wir haben Eis. Wir sind angekommen und haben den letzten Platz auf diesem Stellplatz hier ergattert. Unglaublich, wie viel Druck da auch herrscht. Aber das da hinter mir ist zum ersten Mal Salzwasser. Das würde bedeuten, wir dürften sogar angeln. Geil. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Fjord. Die Sonne scheint. Wir sind schon fast bereit und fahren nachher zur Fähre, schmieren da unsere Brote und spazieren dann diesen 4-Wasserfallweg entlang, so alles gut geht. Also, Ari spazieren, Van klar machen, losfahren. So, wenn Simon drüben ist mit anderen Schweizer, die wir getroffen haben, mache ich kurz Sandwich. Denn wir warten auf die Fähre, die fährt erst in einer halben Stunde und danach geht's auf die Fähre. Wir hängen gerade ein bisschen auf der Fähre rum und überqueren, ich glaube, das ist irgendwie der längste Fjord von ganz Norwegen, so scheint es auf jeden Fall. Wir haben jetzt diese Fähre genommen und es hat wieder alles mit diesem Autopass vor Ferie super gut geklappt. Aber wir haben das vorhin noch nachgeguckt, wir haben so diesen Vertrag, wo wir nur die Hälfte bezahlen müssen und wir haben wirklich anstatt 170 gestern irgendwie nur knapp 90 bezahlt. Was diese Fähre kostet, wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil sie geht dreimal so lang. Egal, werden wir uns dran gewöhnen können. Wie hieß es? Urne nach Kinsarvik. Urne nach Kinsarvik. Von Urne nach Kinsarvik in 28 Minuten, das schaffen wir sonst nicht mit dem Van. Aber wir haben die Wettervorhersage angeschaut und stell dir vor, es wird diese Woche über 30 Grad hier in Norwegen. Echt geil. Und ich glaube, wir sind bald da. Können wir weiterfahren. Hast du schon gesagt, was wir heute machen? Wandern gehen wir. Wir gehen wandern. Mal wieder. Wir wandern los. Die Route ist auf Patricias super genialen Uhr. Ja. Und wir hoffen, dass wir den Weg finden. Wir haben den ersten Wasserfall gefunden. Und es regnet hier. Gigantisch. Wir wandern hier übrigens auf einem alten Säumerpfad. Die Wikinger werden dem wahrscheinlich anders gesagt haben. Aber der Clou an diesem Weg ist, der musste so breit sein, dass ein Mann auf einem Pferd und zwei Weidekörben links und rechts nicht am Dickicht hängen blieb. So stand es zumindest auf der Infotafel unten. Und ich glaube, das haben sie ganz gut hingekriegt.
geiler Anstieg hier, diese Wasserfahrt will verdient sein. Und übrigens, das hier sind die norwegischen Wandermarkierungen. Bisschen anders als bei uns, aber man findet den Weg auch. So, jetzt machen wir Pause an diesem wunderschönen, rauschenden Wasserfall. Denn wir haben die Hälfte geschafft. Danach geht es nur noch runter. Was hast du da gefunden? Ein Buch. Aha. Da trage ich uns jetzt ein. Plus Simon. Plus Ari. Blätter mal in diesem Buch rum, vielleicht kennen wir ja jemanden. Franzi und Thorsten. Na ja, schau auch. Wohnmobile Freiheit. Die waren auch hier? Die waren auch hier. Ich gedacht, die wären nicht so fit, um da hochzulaufen. Wir grüßen euch! Wir sind wieder unten. Wir haben es geschafft. Es waren schlussendlich 10,27 Kilometer und wir haben dafür 2 Stunden 40 gebraucht. Können wir definitiv empfehlen, diese Wanderung. Ja, die war wunderschön. Die war echt super. Ja, auch mit Hund super, weil es überall Trinkmöglichkeiten gibt. Das heißt, du musst kein unnötiges Wasser für deinen Hund mitschleppen. Ziemlich praktisch. Ja, mach das unbedingt. Wir schreiben dir auch die gestrige Wanderung und die heutige Wanderung schreiben wir dir in die Beschreibung. Und dann los geht's, wandern. Und jetzt müssen wir zu Biltema fahren. Das wäre irgendwie so ein Baumarkt, weil da können wir die Kfz-Sicherung kaufen, weil wir ja einen Votronic Ladebooster verbaut haben. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst aus Spanien, sonst verlinke ich es dir. Da oder da. Das Teil geht ja immer kaputt und weil wir hier in Norwegen so viel Auto fahren, müssen wir alle 3 Stunden die Sicherung wechseln, weil die durchschmort. Ich zeige dir dann, wie das aussieht. Und wir haben jetzt nur noch 10 Stück und das reicht nicht für uns Nordkap und wieder zurück. Also fahren wir jetzt zu diesem Biltema und hoffen, dass wir da ganz viele 30 Ampere Sicherung kaufen können. Wir fahren über die oder eine der längsten Hängebrücken der Welt. Das Geile ist, sie geht wirklich von Tunnel zu Tunnel.
Wir sind wieder unterwegs. Wir haben noch 52 Minuten zum Fahren und die Sicherungen haben wir gefunden. Juhu. Guten Morgen. Wir haben eigentlich super geschlafen. Wir sind um 6.30 Uhr geweckt worden von Gilbert. Gilbert ist ein von uns ernanntes Kalb, das sich morgens um eben 6:30 an unserem Van gekratzt hat. Ja, da waren wir natürlich direkt hellwach. Macht nichts, denn heute ist Strecke sagen angesagt, sonst kommen wir nie ans Nordkap. Und Zimtschnecken wollen wir essen. Ja. Der Kleine da vorne, das ist Gilbert. Und Simon, kommen wir vorwärts? Nein, die zwei Schafe laufen auf der Straße. Ari muss natürlich auch schauen als Schafstreiber. Hm? Ari freut sich, dass wir an einem neuen Ort sind. Wir sind fahren über einen Tindewegenpass und das ist also mit Abstand der krasseste Pass, über den ich jemals gefahren bin. Der kostet irgendwie 90 Kronen Maut und ist super eng, aber eine wunderschöne Landschaft. Ich glaube, ich packe jetzt hier die Drohne aus und zeige dir mal, wo wir da rüber gefahren sind. Oh, das riecht himmlisch. Wir haben es geschafft bei hier. Ich schreibe dir das auch in die Beschreibung in Lohm. Das seien die besten
haben uns Freunde gesagt. Also Franzi und Thorsten, jetzt kommt der Test. Wir sind am Fluss angekommen und hoffen, dass wir einen Satelliten finden. Hier hat es übrigens überall so Eselkot, zum Beispiel da hinten, Eselkot, Elchkot. Hm, vielleicht sehen wir ja irgendwo hier in der Nähe einen Elch. So, wir haben jetzt da eine mit Kokos und Vanille. In der Schweiz heißt das, glaube ich, Plunder, oder? Ja, ich glaube auch. Aber egal, wenn Starlink versucht, eine Verbindung herzustellen, essen wir was. Ich bin nämlich hungrig. Und? Ist gut? Cool. Mmh, oh ja. Mmh. Mhm. Zum Glück haben wir je drei. Hier passiert heute nicht mehr viel. Wir genießen den Tag, den Fluss, den Stellplatz. Die zwei Wanderungen stechen zumindest mir noch in den Knochen. Ja, oder ich merk's auch in der Arschmuskulatur. Also erholen wir uns. Die zwei Wanderungen waren super genial. Können wir dir echt empfehlen. Und die Zimtschnecken, Fazit. Die waren auch gut. Mhm. War ein super Tipp von euch beiden, Franzi und Thorsten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns ein Like, ein Abo da und... Mach die Glocke an. Genau. Die Benachrichtigung. Ah ja, cool. Kommentier. Kommentier unbedingt. Es freut uns immer sehr, wenn du kommentierst und es bringt uns weiter. Ja, mit unseren auch. Videos und es ist einfach schön zu lesen, was die, ja, was die Leute schreiben. Also mega cool, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.